Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir starten ins Geisterhaus der siebten Welt. Also, ich bin sehr gespannt, was hier in dem Geisterhaus abgehen wird. Ich denke mal, dass es sehr asozial sein wird, da es wahrscheinlich das letzte Geisterhaus ist, oder? Kann das sein? Oh, die guten Boxer. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte es sein, dass die aus New Super Mario Bros. Wii stammen. Wii. Wir spielen gerade Wii, du Idiot. Aus New Super Mario Bros. DS könnten die stammen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn das jemand von euch weiß, kann er mir es gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Ob die aus New Super Mario Bros. DS stammen oder ob die davor schon mal vorkamen. Aber die sind mir persönlich halt aus New Super Mario Bros. DS bekannt. Diese Boxer. Oh wow. Mein Skill ist heute schon wieder on fleek. Was ist eigentlich in der Tür hier drin? Okay, das ist eine Fake-Tür. Gut, dass ich da vorher nicht reingegangen bin. Aber jetzt sind wir auch schon wieder hier oben. Alles gut. Okay. Ach so, was? Da geht's nicht rein? Ich dachte ehrlich gesagt, dass es da reingeht. Naja, okay. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir so langsam ein Power-Up kommen würden. Also hätte ich echt nichts dagegen. Holy shit, da muss ich aber fett schütteln. Was mache ich denn? Ich achte gerade auf gar nichts. So, dieses Mal sind wir aber ein bisschen konzentrierter unterwegs, bitte. Das wäre eine sehr nette Sache. So, und du stirbst jetzt erstmal. So, danke. Heute ist anscheinend nicht so mein Tag. Nein, ich wollte das Item. Oh, komm. Was soll das denn jetzt? Oh, warte. Ein Pilz. Ein Pilz, natürlich. Ist ja klar. So, hier ist doch bestimmt irgendwo die Sternmünze. Oder? Kommt hier irgendwo die Sternmünze? Oh, Alter. Was ist das denn für eine unfaire Kacke? Nein, keine Sternmünze? Wow, da waren sich die Entwickler sogar zu schade drum. Wäre es denen zu fies gewesen, oder wie? Wie muss ich das verstehen? Okay, die Tür war fake. Dann ist die Tür auch fake. Ja, auf jeden Fall. Die Tür ist fake. Dann ist die hier unten auch fake. Das heißt, die hier kann eigentlich nicht mehr fake sein. Natürlich ist es die letzte Tür, die wir ausprobieren, die nicht fake ist. Klar, wieso auch nicht, ne? So, da ist die Sternenmünze bestimmt, oder? Ja, es war klar. Das war irgendwie ein bisschen klar. So, sehr schön. Zack und raus. Die zweite Sternmünze haben wir in der Tasche. Und es sieht so aus, als wäre hier das Ziel. Oder doch nicht. Ja, das sieht so verdächtig nicht nach Ziel aus. Hier geht's mal raus. Diese Raben kennt man, glaube ich, eigentlich auch nur aus New Super Mario Bros. DS. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Also ich glaube, dass die nur aus New Super Mario Bros. DS stammen. Und hier ist tatsächlich das Ziel. Ja, dann gibt es hier anscheinend wieder einen Secret Exit, den wir nicht gefunden haben. Naja, okay, dann machen wir uns natürlich auf die Suche danach. Ist ja ganz klar. Aber davor schalten wir den Weg zum nächsten Level frei. Sehr schön. Und jetzt gucken wir da nochmal rein, würde ich sagen. So, Freunde, ich weiß bereits, wo wir hin müssen. Und zwar einfach hier rein. Ja, der Typ kann uns den Weg freiboxen tatsächlich. Ist auf jeden Fall super. So viel zum Thema, da geht's anscheinend nicht rein. Ja, habe mich ein bisschen getäuscht. Naja. Also, hier sind wir jetzt in einem komplett neuen Abschnitt. Wie es aussieht. Und ja. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir irgendwie weiterkommen. Ich bin gespannt. Aber ich denke, dass das hier eben der Weg zur... Lol, what the fuck? Der Weg zum Secret Exit und zur dritten Starcoin ist. Also ich könnte mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen. Okay. Alles gut bisher. Kein Problem. Alles gut. Sind die Plattformen auch wieder weg? Ja. Okay, kein Problem. Alles gut bisher. Aber hier ist nicht alles gut. Warte. Ich glaube, wir müssen da oben eine Liane erschaffen. Nur, wir müssen den Buhu hier rüber locken.
Okay, alles gut. Alles gut. Was? Das war keine Liane? Ich dachte, das ist echt eine Liane. Weil da oben, ich meine, das sieht doch verdammt verdächtig aus, oder? Ja, ich meine, wir können ja auch mal hier reingehen, aber... Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht nicht die Starcoin irgendwie verschissen habe. Bitte? Ich meine, ich könnte auch nach rechts gehen, ne? Ist klar. Ich könnte auch nach rechts gehen. Oh, nö, alles gut. Alles gut. Das war komplett richtig, was ich gerade gemacht habe. Das war völlig richtig. Wunderschön. Wunderschön. Wir haben alles richtig gemacht, meine Freunde. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, ist mir scheißegal. Oh lol, was? Oh mein Gott. Okay, ciao. Ich bin dann mal weg. Okay. Alles gut, alles gut. Ja, und hier ist der Secret Exit. Nur mal so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ich habe hier gerade ein T-Shirt an, wo was Grünes drin ist. Ist das dann durchsichtig? Oh ja, das ist durchsichtig. Ja, ich feiere das. Das ist halt so was Geiles am Greenscreen. Alles, was grün ist, wird halt rausgefiltert. Ja. Ich müsste mal ein komplett grünes T-Shirt anziehen. Das wäre auch ganz lustig. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht nicht auf den Lakitu treffen. Das wäre eine schöne Sache. Hallo, Lakituchen. Please, Lakitu? Dankeschön. Ha, Opfer. Okay, dann ab in Welt 7.4. Gucken wir uns das Ganze mal an, was hier abgeht. Okay, was ist das denn? Was ist das für ein Block vor allem? Ach so, den müssen wir... Ah, okay, dann können wir auch wieder mit der Wiimote steuern, den ganzen Schrott hier. Das ist ja eher sehr toll hier. Oh Gott, das wird ein sehr lustiges Level. Da man hier viel mit der Wiimote wieder machen muss. Und die Musik ist auch wieder fröhlich, wie man sie kennt aus der 7. Welt. Ja. Und hier wird sehr viel mit diesen Röhren gearbeitet. Und ich hatte gerade Glück, dass da nicht die Piranha wieder rausgekommen ist. Hei, ei, ei. Lol, 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 lol. Lol, 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 lol. Ich glaube, da geht's hoch. Mein Bixby hat sich aktiviert. Halt's Maul, Bixby. Bixby, halt's Maul. Wieso hat sich Bixby aktiviert? Nein, 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 nein. Alles gut. Ich habe keine Ahnung, warum sie gerade Bixby aktiviert hat. Der ist ja mindestens genauso zuverlässig wie Siri, die sich auch oft genug von selber aktiviert. Ja, oh mein Gott. Lol, was? Alles klärchen. Gut, dann gehen wir da mal rein. Oh, anscheinend nicht, okay. Dann gehen wir in diese Röhre rein, die sich nicht bewegt. Kann man auch machen, würde ich sagen. Das dürfte auch die vernünftigere Wahl sein. Also, warte, warte, warte. Zack. Ab nach rechts. Man kann mit denen nur nach rechts und links gehen. Also nichts dazwischen. Dazwischen gibt es da nichts. Nur rechts, links ist da drin. So. Ja, wenn man einmal auf eine Seite gelehnt hat, dann geht er erstmal vollständig in diese Richtung. Und jetzt holen wir uns das One-Up. Jawohl, so muss man das machen. Ich bin der Rätselprofi, meine Freunde. So, einmal hier nach links, bitte. Dankeschön. Dann ab nach oben. Und was gibt's hier? Das ist doch sehr verdächtig, oder? Oder nicht? Nicht verdächtig. Oh, doch. Verdächtig nach Münzen. Okay. Kein Problem. Habe ich gerne mitgenommen. Ach, ich liebe die Musik in den Wolkenwelten, ne? Wisst ihr das? Die Musik in den Wolkenwelten ist halt wirklich immer das Beste. Ja, ist natürlich einerseits ein bisschen Trolling-Musik, aber andererseits ist sie halt auch extrem geil. Und wieso sieht das hier so verdächtig nach Ziel aus? Bitte? Oh, lol. Das wollte ich nicht. Ist aber, glaube ich, nicht das Ziel. Hier, grüne Röhre und da bei der gelben kommt man wieder raus, oder wie? Nö. Hä? What? Hä, wie unfair war das denn gerade? Hä? What the fuck? Wie unfair war das denn gerade? Okay, und hier kann man nicht rein, okay.
Die blaue Röhre? Nein. Ja, wir müssen ja alles überprüfen, ne? Vielleicht da? Schade. Ich würde nämlich schon ganz gerne die dritte Sternmünze noch finden. Ich will die jetzt nicht unbedingt im Nachhinein. Ne? Bam. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass die dritte Sternmünze hier noch irgendwo versteckt sein muss. Ich meine, ich sollte vielleicht nicht darauf schauen, welche Röhren hier andersfarbig sind. Oder vielleicht auch doch. Die blaue Röhre hier kommt mir doch sehr verdächtig vor. Ah, oder auch nicht. Schade. Ah, da, 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 da. Ich bin ein Profi. Ich hab die Sternenmünze. Da la 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 la. Ich bin der Profi. Da 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 da. Ja, mein Commentary ist schon wieder subidubi. Ich sollte mal aufhören mit dem Gesinge. Bada 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 bada. Ein One-Up habe ich schon noch bekommen, auch wenn ich es nicht brauche. Das ist doch auch ganz schön. Gut. Ja, ein Level geht sich noch aus, denn im nächsten Part wollen wir ja immerhin da dieses Castle machen. So, rein in Welt 7.5. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bisher kommen wir ganz gut durch. Der ein oder andere Fail ist natürlich dabei, aber das gehört halt dazu, ne? So ist das. Und das sind anscheinend die kleinen Brüder von den fetten Wolken aus Mario 3D World oder Mario Odyssey. Nur die erzeugen nur Wolken und keinen Wind, im Gegensatz zu ihren großen Brüdern. Die sehen halt echt so aus, als wären das die kleinen Brüder von denen. Vielleicht ist es ja auch so, ich weiß es nicht. Wenn ihr euch da vielleicht auskennt, dann könnt ihr Bescheid sagen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, wow, ich hätte das vielleicht davor aktivieren sollen, dann hätte ich noch ein besseres Power-Up bekommen. Aber na gut, dann halt nicht. Mein Freund, hör auf damit. Das ist nicht sehr nett. Ein Power-Up wäre noch immer nett. Aber anscheinend nein. Oh Gott, nochmal. Ich lasse mich aber auch von jedem Scheiß treffen, ne? Naja. Macht ja nichts. Wir sind ja einfach nur Profis, von daher macht das ja gar nichts. Alles klar. Da, 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 da. Halt. Ma-a-o-ol. Geht das jetzt alles weg? Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft, ernsthaft? War das jetzt wirklich nur für diese paar blauen Münzen? Ganz sicher, dass da nicht irgendeine Sternmünze mit involviert war? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber wir werden auf jeden Fall hier die Halbzeitflagge mal betätigen. Diese Wolken sind auf jeden Fall fies, das halten wir fest. Ja, die Wolken sind sehr fies, das halten wir auf jeden Fall fest. Und da dürfte irgendwo dann ein P-Switch sein. Ja, genau hier. So, die zweite Sternmünze haben wir. Bisher ist alles gut. Zack, zack. Oh, jawohl. Oh, schade, ich dachte, da komme ich jetzt zu irgendeinem Secret. Aber nein, so ist es tatsächlich nicht. Okay, ein One-Up auch nochmal kurz gegönnt. Auch wenn wir es nicht brauchen. Oh, lol. Lol, die dritte Sternmünze. Wir sind Profis. Meine Freunde. Was geht denn hier ab? Lol. Ja. So viel zum Thema, wir sind Profis. Ne? Na gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Und im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir den guten Ludwig ein bisschen. Ja, den geben wir ein bisschen auf den Sack, ne? Ja, werden wir ihn besiegen und dann geht's in Richtung Bowser. Also, ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Bis dahin und